Ich habe heute zu Gast Thorsten Berg, der Oberbürgermeisterkandidat aus Oberhausen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, wie wir besser in Zukunft zusammenarbeiten können, wenn wir beide Oberbürgermeister in Mülheim und in Oberhausen sind. Ein wichtiges gemeinsames Thema ist der ÖPNV. Wie verbinden wir unsere Städte, dass die Menschen besser von A nach B kommen und nicht sozusagen dann jeweils an den Haltestellen warten müssen, weil es unterschiedliche Takte gibt. Wie stellst du es vor? Erstmal vielen Dank, Monika, für deine Zeit, dass ich hier kommen konnte zum Austausch, weil ich glaube, es ist schon wirklich immens wichtig, dass wir uns in den Ruhrgebietstädten gerade beim Thema Mobilität, Verkehr besser vernetzen. Wir könnten eine riesige Metropolregion sein, wenn es leichter wäre, von A nach B zu kommen. Wir haben bei uns in Oberhausen vor vielen Jahren den Ansatz verfolgt, schon mal eine Verbindung nach Essen hinzubekommen. Das ist leider an dem politischen Widerstand gescheitert. Wir bleiben da trotzdem dran, werden es weiter versuchen, diesen Lückenschluss hinzubekommen. Und wenn wir das hier nach Mülheim besser hinbekommen, indem wir eben unsere Taktzahlen zum Beispiel aufeinander abstimmen können, damit die 112 tatsächlich eben ohne Unterbrechung von Oberhausen vom Hauptbahnhof hier nach Mülheim kommen kann, dann wäre das schon mal ein guter Gewinn für uns. Und das ist ja eine Maßnahme, die man einfach mal beschließen muss und machen muss. Da muss man nicht lange drum herum reden, das kann man einfach mal tun. Und das wollen wir beide. Wir sind Leute, die anpacken wollen und was tun wollen. Genauso mit der Innenstadt. Wir haben, glaube ich, in allen Ruhrgebietsstädten ähnliche Probleme im Innenstadtbereich, dass natürlich durch die Tatsache, dass viele bei Amazon kaufen, viele Innenstädte nicht mehr die Bedeutung haben, die sie heute haben. Und wir müssen sie mit neuer Bedeutung füllen. Und wenn wir da einfach ein bisschen Konzepte austauschen können, ist das natürlich auch prima, weil wir, glaube ich, beide gewinnen dadurch. Erzähl mal, was ihr da vorhabt. Ja, wir wollen schon die Oberhausener Marktstraße langfristig verändern. Unsere Marktstraße ist 1,8 Kilometer lang, ist natürlich früher halt mal ein pulsierendes Handelsleben gewesen. Das hat sich natürlich in den letzten vielen Jahren sehr verändert. Und wir haben eher die Idee, wegzukommen vom reinen Handel, sondern eher dafür zu sorgen, dass wir ein gutes Nebeneinander haben. Von Handel, Wohnen, aber auch von Arbeit. Da gibt es gute Konzepte, eben sogenannte Coworking Spaces, wo man eben junge Startups einfach nur mit einem Raum versorgt, mit einem schnellen Internetanschluss. Da gibt es genug Leerstellen in Oberhausen, wo wir uns das vorstellen können. Wir können uns aber auch eine Öffnung vorstellen für den ÖPNV, sprich eben kleinteilig zu sagen, lasst uns mit Elektrobussen diese lange Marktstraße für unsere Menschen in Oberhausen kürzer machen. Ich könnte mir das hier auf der Schlossstraße sicherlich auch vorstellen, dass man da was tun kann. Und wenn es dann noch gelingt, dann die Innenstädte auch ein Stück weit für den Radverkehr zu öffnen, den auch grüner zu machen. Also Oberhausen ist komplett versiegelt, die Marktstraße ist eine lange Pflasterfläche und so kenne ich auch die Schlossstraße. Ich glaube, da gibt es viele gute Ideen, die wir umsetzen können. Das Ganze eben halt nochmal verbunden mit noch mehr Kultur in der Innenstadt. Das machen uns andere Städte auch vor. Vielleicht sind wir in Oberhausen und in Mülheim nicht so weit wie die Berliner, aber die haben viele Stadtteile tatsächlich umgestaltet, indem man Leerstände genommen hat, gesagt hat, Mensch, früher war hier mal ein Geschäft drin, jetzt kommt hier ein Künstler hin, der bekommt Raum, wo er eben preiswert ein Atelier betreiben kann. Menschen können sich das live angucken, was da passiert. Und das sind, glaube ich, Dinge, wenn wir uns da austauschen und insofern unsere Innenstädte neu beleben können. Das stelle ich mir ja auch vor, dass unsere Innenstadt mehr so eine Misch-Innenstadt wird, wo man sich gerne aufhält, die hip ist, ja, indem wir Events haben, indem wir Künstler dort haben, indem wir eben auch gerne verweilen. Und da müssen wir sicherlich was tun, zum Beispiel eben auch marode Immobilien aufkaufen, sie auch dann wieder ein bisschen aufpeppen. Da möchte ich ja gerne die Stadtentwicklungsgesellschaft für nutzen. Aber auch da können wir uns, glaube ich, auch austauschen und ergänzen, denn das wird ja uns beiden nutzen, wenn man nicht immer alles neu erfindet, sondern wenn man die Dinge auch gemeinsam angeht und hier in der Metropole Ruhr einfach auch mal eine Metropole entwickelt und kooperiert. Ganz genau. Ne? Das brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr. Radwege ist auch so ein wichtiges Thema, dass wir da auch die Verbindung besser hinbekommen. Ich wünsche uns beiden und unseren Städten insofern, dass wir für unsere Partei, für die SPD, dann am 13.09. ein starkes Mandat bekommen, damit wir dann die Dinge, die wir uns heute hier vorstellen, dann auch tatsächlich tatkräftig zusammen angehen können. Das wünsche ich mir auch und vielen Dank, Thorsten, für deinen Besuch in Mülheim. Danke, Monika.